Guten Morgen von der wunderschönen Insel Rügen. Es ist Mittwoch, es wackelt ja so ein bisschen, sorry, der 6.7.2016. Wir haben es irgendwas so gegen 11 Uhr, glaube ich. Und ich sitze gerade auf der roten Couch meiner Familie und tue nichts. Ich werde gleich etwas frühstücken, aber ansonsten steht heute nicht viel an. Dass es immer so wackelt, liegt daran, dass ich das iPad gerade auf meinen Knien positioniert habe und versuche, mit meinen Händen möglichst ruhig zu halten. Ich hoffe, das gelingt mir einigermaßen. Guckt mal da oben, schönes Bild von der Insel. Da bin ich gerade. Und was gibt es zu erzählen? Die Mutter ist arbeiten heute, deswegen ist es hier so ruhig. Und ich sitze hier ganz alleine und der Freund von der Mutter ist ja auch arbeiten. Von daher habe ich heute bis 16, 17 Uhr die Zeit für mich ganz alleine. Ich wäre gern rausgegangen, vielleicht kann ich das auch später noch machen, aber hier auf Rügen ist momentan richtig schlechtes Wetter. Es regnet, Sturmwarnung ist angesagt für heute Abend und laufen gehen konnte ich deswegen auch nicht. Und naja, das heißt, ich werde heute wahrscheinlich den Großteil des Tages drin verbringen und hier gibt es ja auch nicht wirklich was fußläufig, wo man mal hingehen könnte ins Kino oder in ein Einkaufsmall. Das ist wirklich ziemlich ländlich hier. Das nächste größere ist Bergen, aber da müsste ich mit dem Fahrrad irgendwie, glaube ich, 30 Minuten fahren und bei dem Wetter, nee, will ich nicht. Und in Binz ist auch nicht wirklich viel los, von daher werde ich heute wohl den Tag hier zu Hause verbringen, ein bisschen, E-Mails lesen, ein bisschen spielen, ein bisschen im Buch weiterlesen, das will ich ja fertig bekommen bis zum Ende dieser Woche, Der letzte Zauberlehrling oder so, das ist, glaube ich, ein Kinderbuch, aber bisher ganz nett. Und ansonsten könnte ich noch ein bisschen mein Tagebuch nachtragen. Da fehlen noch ein paar Tage im Juni. Also ich werde mich schon irgendwie beschäftigen und Langeweile werde ich versuchen im Zaum zu halten. Also dass das nicht zu viel wird, zu sehr überhand nimmt. Und falls es doch zu viel wird, gehe ich einfach nochmal schlafen und penne noch ein bisschen. Für die sportliche Ertüchtigung heute, da ja das Laufen am Strand nicht wirklich, naja, es wäre schon möglich, aber ich möchte das nicht. Habe ich hier so ein tolles Gerät, so ein Trampolin, was meine Mutter jeden Abend benutzt. Und da werde ich mich auch gleich mal draufstellen und ein bisschen drauf rumhopsen, mal gucken, ob das was bringt. Da gibt es kein Video zu und auch keinen Livestream zu. Das ist, glaube ich, so schon peinlich genug oder sieht so schon bekloppt genug aus. Das muss ich nicht noch ins Internet streamen. Aber es könnte durchaus sein, dass ich heute Nachmittag vielleicht mal YouNow anmache und ja, ein bisschen mich mit euch unterhalte. Mal kicken, was der Tag noch so bringt. Wie gesagt, also viel zu tun ist ja momentan wirklich nicht. Okay, dann danke ich mal wieder fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Mittwoch und melde mich morgen Vormittag wieder, wenn ich dran denke. Nee, ich werde dran denken, keine Sorge. Also dann, schönen Tag noch und bis bald. Ciao.